Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute Railway Empire 2 an. Endlich ist der Nachfolger da und das Spiel wurde mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, soll aber meine Meinung zum Spiel natürlich nicht beeinflussen. Ja, ich habe den ersten Teil tatsächlich gar nicht mal so oft gespielt, aber es gibt eine ganz große Community hinter Railway Empire. Und ja, ich dachte, mit Railway Empire 2 fange ich jetzt auch mal damit an. Und schauen wir mal an, wie das Spiel denn so ist. Ich weiß noch nicht, ob es beim Angezockt bleibt oder ob wir ein kleines Let's Play draus machen mit der Kampagne. Denn das, was ich so im, ja, für mein persönliches Angezockt schon gemacht habe, hat mir schon sehr gut gefallen. Tutorial habe ich auch schon gespielt, das heißt, ich weiß schon mal die Grundlagen. Und ich würde sagen, fürs Angezockt schauen wir in die Kampagne rein. Dazu machen wir hier ein neues Spiel, sagen Kampagne. Kapitel 1 von 5, Region der Nordosten, Boston 1830. Historische Kartengröße 1,4 Millionen Quadratkilometer. Ja, da rechts oben. Gut. Dann würde ich sagen, sagen wir hier weiter. So. Wir können da nicht umstellen. Wir sind der Professor, wo allein. Boston Albany Railroad. Kann ich auch nicht bearbeiten. Redegewandt. Die Kosten einer Auktion werden nachträglich um 30% reduziert. Verhandlungssicher. Alle Lokomotiven sind 60% günstiger. Sehr schön. Unpopulär. 15% weniger Einnahmen durch Passagiere und Post. Okay. Walter wurde als Sohn einer Bäckermeisters in Stuttgart, Deutschland geboren, brachte jedoch mit den Familientraditionen, also brach mit den Familientraditionen, um als Steinmetz in die Lehre zu gehen. Als kluger und redegewandter Kopf gelang es ihm nach seiner Ausbildung, die Stelle eines Professors für darstellende Geometrie zu erlangen. Über seine Arbeit erhielt er den Auftrag zur Planung einer kleinen Eisenbahnstrecke in Deutschland, den er mit Bravour abschließen konnte. Weitere Projekte folgten bald. Walter ist sich seiner beträchtlichen Improvisationskunst bewusst und sieht das Geschäft als ein Spiel. Manchmal verliert man, doch zählt am Ende nur der Gewinn. Das ist ein schöner Barwagen hier. Ja, die wussten damals schon, wie man die Sachen einrichtet. Okay, weiter geht's. Das bleibt alles unverändert. Und dann laden wir mal. Ich finde die Anzeige ziemlich cool, wie da diesen Ladefortschritt anzeigt. Na komm, bau mal auf. Yes. Das 19. Jahrhundert war ein goldenes Zeitalter der Technik. Vor allem für jene von uns, deren Herz mit dem stetigen Takt der Lokomotive schlägt. Mein Name ist Nagelmarkers. Ich werde annehmen, Sie haben bereits von mir gehört. Als ich jung war, hatte ich einen Traum. Ein Luxuszug über alle Grenzen hinweg. Von Paris bis nach St. Petersburg. Um meinen Traum zu verwirklichen, hatte ich Gäste geladen. In einer anderen Zeit waren Unternehmer wie Sie die Triebfeder des Fortschritts. Doch nun standen sie mir im Weg. Nehmen wir zum Beispiel diesen Gentleman. Ich plante, die Branche zu revolutionieren, so wie es Pioniere wie er in den ersten Tagen der Eisenbahn vorgemacht hatten. Mit dem Ende der 1820er Jahre begann eine Revolution des Transportwesens, sowohl in der alten als auch in der neuen Welt. Von stetigem Wachstum angeheizt, verlangten die Industriezentren an der Ostküste nach immer mehr Ressourcen in immer kürzerer Zeit. Straßen und sogar die neu gebauten Wasserwege konnten die steigende Nachfrage nur schwerlich decken. Jedoch hatten inspirierte Geister die Idee von Gleisen und die neue Erfindung der Dampfmaschine zu einem Pulverfass vereint, das die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern sollte. Es bedurfte nur noch ambitionierter Pioniere, um die Lunte zu zünden. Ah, da sind Sie ja. Corning, mein Name. Erastus Corning. Und Sie müssen der junge Eisenbahnexperte sein, der mir empfohlen wurde. Gut, dass Sie hier sind. Andere Leute halten ja nichts von diesem neumodischen Schnickschnack. Aber ich denke, Investitionen in diese Eisenbahn sind gut angelegtes Geld.
Deswegen habe ich mein Kapital auch in Ihr Unternehmen gesteckt. Ich bin stolzer Besitzer einer Firma für Eisenwaren, müssen Sie wissen. Je mehr Schienen Sie verlegen, desto reicher werde ich. Immerhin kaufen Sie Ihren Stahl von mir. Aber übernehmen Sie sich nicht. Wenn Sie pleite gehen, habe ich schließlich auch nichts davon. Aber warum fangen Sie nicht einfach mal an? Ich habe Ihnen eine Aufgabenliste zusammengestellt. Mein Unternehmenssitz befindet sich in Albany. Diese Stadt sollten Sie möglichst bald anschließen. Verzagen Sie mir aber bloß nicht an dem schwierigen Gelände auf dem Weg dorthin. Clevere Planung ist alles. Alles klar. Das Erste, was wir hier mal machen, ist pausieren, damit hier das Ganze hier nicht weiterläuft. Und man hat schon gesehen, die Grafik sieht hier mal richtig schön aus. Das ist alles auf maximal eingestellt. Wir können auch richtig ranzoomen und sehen hier die Leute, die Karren, die hier rumfahren. Ja, nett. Wir haben auch schon einen Konkurrenten, wenn wir hier sehen, der hier schon fleißig am Fahren ist. Da hinten. Und mal schauen, ob das noch zum Problem wird. Okay, bezüglich unserer Aufgabenliste. Gehen wir hier rein. Da haben wir hier drin. Erste Schritte. Beliefer Boston mit 8 Ladungen Holz. Tipp, Mr. Corning hat an einem Holzbetrieb in der Nähe bereits einen ersten Bahnhof errichtet, der sofort in Betrieb genommen werden kann. Am Holzbetrieb wird auch Vieh angeboten. Falls nötig, kannst du Holz priorisieren, indem du die Station in der Stationsliste der Zuglinie anwählst. Dann liefer Boston mit 8 Ladungen Zucker, transportiere 320 Passagiere ohne Umsteigen von Boston nach Portland und sorge in Boston für 25.000 Einwohner. Tipp, die Bewohner Bostons verlangen Bier. Schau dich um, von wo aus man am besten eine Versorgungsroute aufbauen könnte. 20.883 haben wir im Moment. Okay, dieser Betrieb, der gemeint ist, der ist hier oben. Wir kriegen auch eine Anschlussprämie von 125.000. Und ich glaube, das machen wir auch als erstes. Gut. Das Gleisverlegen ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen hier auf Gleisbau. Und dann wird uns hier der Bahnhof schon angezeigt. Das Ding ist, hier haben wir nur 3 Gleise, weil hier das Gebäude im Weg ist. Wir nehmen jetzt hier mal das äußerste Gleis. Und gehen auch hier mal auf das äußerste, würde ich sagen. Und dann könnte man das theoretisch noch anpassen, wenn wir sagen, okay, das passt so nicht oder er macht so viele Tunnel etc. Aber das sieht eigentlich... Wobei, warte mal, das kostet 500... 6.000. Warum ist das so teuer? Was machst du, dass das so teuer ist? Das geht mir jetzt gerade nicht ein. Ah, okay, wir machen ein paar Punkte dazu. Wird ein bisschen günstiger. Naja, gut. Wir bauen es mal. Okay, und ich würde sagen, wir machen das gleich zweigleisig. So, einmal bis dahin. Und dann bitte einmal hier so rein. Bitte einmal bauen. Und dann können wir jetzt hier noch die Richtung festlegen. Hier nach oben, da nach unten. Dann können hier 2 Züge fahren. Beziehungsweise, was uns hier noch fehlt, das ist ja Weichenkopf. Der wird vollautomatisch gebaut. Und dann könnt ihr hier wechseln. Sehr gut. Also, eine Zuglinie zwischen Green und Boston. Neue Zuglinie. Wählt den Bahnhof aus. Den hier. Wählt eine Lokomotive. Momentan John Bull und Grasshopper. In den John Bull, 34 km/h. Beladung automatisch. Ich mach da gerade schon mal 2 Züge. Und bestätigen. Dann hätten wir das. Gehen wir aus der Pause raus. Und dann kommt auch hier schon die allererste Lok. Sehr gut. Mitfahren. Kamerabewegung ist ein bisschen schräg.
Das ist sie. Ja, ist ein bisschen schräg. Okay, oh cool, wir könnten sogar so mitfahren. Ist aber nicht sehr viel Holz, was ihr da mit habt. Okay, was wir noch brauchen für die Strecke ist Bahngebäude, Versorgungsturm, wo die Wassersand und Öl mitnehmen können. Ich würde sagen, hier so mittig. Wunderbar. Und hier beim Bahnhof Boston hätte ich gern noch Fabriken, Bahngebäude. Oder das Erwartungsposten. Mit dem mein Gleiserichter reduziert Wahrscheinlichkeit für Pannen. Nee. Wo ist das Gebäude, was ich suche? Genau, den Bahnhof. Erweiterung. Ah genau, das Wartungsdepot. Mit Hilfe des Wartungsdepots werden Lokomotiven automatisch gewartet, wenn der Zustand unterhalb der Wartungsgrenze liegt. Das machen wir. Müsste man jetzt auch sehen. Das ist jetzt das hier. Schade, dass hier die Gleise nicht reingehen. Boah, zumindest wissen wir, dass wir das jetzt hier so haben. Okay. Bist du schon unterwegs? Oh ja. Mit vor allem Rind. Sehr schick. So, oder der Versorgungsgebäude hier. Aber wir sind momentan noch voll. Flamingo Rail Inc. unter Volldampf. Grasshopper erreicht 24 km/h. Die Lokomotive der Eisenbahngesellschaft Flamingo Rail Inc. erzielte am gestrigen Tag die neue Rekordgeschwindigkeit. Dabei war der Zug. War auf einer Hauptverbindungsstrecke unterwegs. Auf dem bahnbrechenden Rekord wurde anschließend mit Bier und Whisky angestoßen. Wir können gespannt sein, ab wann der nächste Rekord erreicht wird. Doch langsam ist es fraglich, wie schnell so eine Lokomotive noch werden kann und wo uns der Fortschritt eines Tages hinführen wird. Ah ja. Wenn ihr wüsstet, das wird hier alles noch viel schneller. Okay. Das ist erstmal on the way. Schauen wir uns das zweite an. Zucker brauchen wir ebenfalls. Boston Elbow Railroad ist neuer Innovator. Modellbausatz für echte Eisenbahner. Eine neue Lokomotive donnert durch die weiten Amerikas. Die John Bull wurde in der englischen Werkstatt des bekannten Lokomotivbauers Robert Stephenson gebaut und per Schiff über den Atlantik geschafft. Seit ihrer Montage in Bordentown ist die John Bull erfolgreich im täglichen Einsatz. Der bereits bei englischen Lokomotiven erprobte Aufbau mit horizontalen Boiler ist den bisher eingesetzten Maschinen mit vertikalen Boilern in vielerlei Hinsicht überlegen und somit sicherlich zukunftsweisend. Wohl wahr. Okay, wo gibt's Zucker? Da gibt's Zucker, da gibt's auch eine Anschlussprämie. Dann werden wir hier den nächsten Bahnhof bauen. Bahnhof. Ja, so ungefähr. Gleise, Gleisbau. Nehmen wir hier mal die erste Gleis. Und verbinden das mit dem untersten, hätte ich diesmal gesagt. So, und da sehen wir jetzt, da will er hier Tunnel bauen und so. Das kostet 1,3 Millionen. Das werden wir nicht machen. Das Gleis geht hier mal ein bisschen nach oben. Bisschen nach unten. Halbwegs eben. Hier nach oben. Hier ein bisschen nach unten. Und dann so rein. Ja, das sieht doch gut aus. 74.000. Viel günstiger. Keine Ahnung, warum das andere so teuer war. Und das machen wir auch gleich zweigleisig. Gleisbau. So, der zweite Gleis ist viel günstiger.
Oder auch nicht. Egal. Weichen Kopf. Einmal da. Und einmal da. Sehr gut. Zugrichtung. Wäre auch einmal eingestellt. Versorgungsturm. Irgendwo hier. Jo, perfekt. Und neue Zuglinie. Einmal von da. Nach da. Mischt. Ja, wir bleiben bei der John Bull. Ladung automatisch. Los geht's. Boston Elbow Railroad. Neuer Rekord. 34 km/h. Die Lokomotive Eisenbahngeschäft Boston and Albany Railroad erzielte am gestrigen Tag die neue Rekordgeschwindigkeit. Dabei war der Zug. War auf einer Hauptverbindungsstrecke unterwegs. Klingt komisch. Auf dem bahnbrechenden Rekord wurde anschließend. Also, das ist der gleiche Text wieder. Okay. Dann wäre das auch mit Zucker am Laufen. Nimmst du jetzt eigentlich auch mal Holz mit? Ja, einmal. Gut. Transportiert 23 Passagiere ohne Umsteigen von Boston nach Portland. So theoretisch könnte man das über den Green Bahnhof machen. Dazu braucht man eine Erweiterung. Drittes Restaurant? Nee. Na. Es gibt da. Wir müssen da wie so einen Gasthof bauen. Das war zumindest im Tutorial so. Wo ist Forschung? Forschung. Lagerhalle. Große Lagerhalle direkt am Bahnhof ermöglicht das Zwischenlagern von großen Warenmengen. Was eigentlich auch nicht so praktisch wäre, aber das, was ich suche, ist. Wo war denn das? Paketannahme. Abwerben, Personalbüro. Und das erst später. War das hier? Gasthof. Am Bahnhöfen auf dem Land errichtete Gasthöfe bieten Reisenden Unterkunft und Verpflegung, während sie für die Anschlusszüge waren. Erlaubt die Landbahnhöfe mit Gasthöfe zu arbeiten. Diese ermöglichen Reisenden und Post das Umsteigen in eine andere Linie. Naja, gut. Kommt viel später. Dann machen wir zumindest die Lagerhalle. Die werden wir noch brauchen. Und das da, Fundamente bis das hier. Fundamente. Verringert die Kosten für den Bau von Brücken um 5%. Ja. Okay. Nein, will ich nicht bauen. Ja, dann könnten wir dann eine neue Zuglinie bauen. Und die gleichen Gleisen nutzen. Ich würde schon erstmal sagen, ja. Okay, achso, wir brauchen hier einen Bahnhof. Gebäudebau, Bahnhof. Drehen. Ich würde sagen, so. Sehr gut. Gleisbau. Ah, er hat sich das gemerkt. Sehr gut. 27.000. Ja, sieht doch gut aus. Bauen. Ah, und ich kann gerade direkt sagen, zweigleisig. Okay, Weichenkopf. Machen wir jetzt trotzdem mal hier hin. Und auch hier. Sehr gut. So, dann mit den Richtungen. Das untere geht nach oben. Du gehst nach unten. Sehr gut. Neue Zuglinie. Von da. Nach da. John Bull automatisch. Ach, weißt du was, da machen wir gleich zwei. Los geht's. Sorgensturm haben wir ja auf der Strecke. Großartig. Die Firma dankt. Oh, was haben wir? Ah, das mit Zucker. Sehr gut. Ja, dann. Holz ist auch am Laufen. Das mit den Passagieren, das sollte auch kommen. Sind auch schon unterwegs.
Fahrt ihr da am Bahnhof jetzt einfach durch? Ja, sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. So. Verlangen nach Bier in Boston. Ist das so? Ja. Gut. Wissen Sie, ich glaube, was wir hier tun, hat wirklich das Potenzial, den konventionellen Warentransport zu revolutionieren. Das wäre auch gemacht. Mal ganz kurz passieren. Wie kriegen wir hier Bier her? Albany. Ah, du produzierst Bier. Ware wird produziert. Warenbestand und Bedarf. Aus Getreide. Bedarfsdeckung in den letzten Wochen 100%. Ja, weil das gerade direkt nebenan ist. Dann würde ich sagen, machen wir eine Zugverbindung vom Albany nach da über die Strecke da unten. Ich würde sagen, den Bahnhof machen wir hier so runter. Gebäudebau Bahnhof. Ich sag irgendwie so. Okay, Gleisbau. Das. Aber bei einer, ich nehme jetzt diesmal das oberste Gleis. Und das mit dem obersten hier verbinden. 1,4 Millionen. Nein, das kriegen wir billiger. Okay, da braucht es einen kleinen Tunnel. Hier das 4. Ah, schade. Das wird teuer. Guck mal, hier war da. Kann man das vielleicht irgendwie anders machen? Dass du zum Beispiel irgendwie hier rüber gehst. Und hier vielleicht nach oben. Ich möchte die Brücke halt nicht so lang machen. Nicht so viele Geländeanpassungen hier, bitte. 1,8 Millionen. Hier ist jetzt alles Tunnel. Minus 10%. Ja, wenn es nicht anders. Nee, das findet er doof hier. Minus 9. Bauen. Zweites Gleis. Ja. Gleiskopf. Machen wir hier. Und hier. So, von der Richtung her. Wie fahren wir hier? Genau andersrum. Das was, wir machen das so. Ja. Perfekt. Läuft. Ah, Bahn bei den Versorgungsturm. Würde man sagen, irgendwo hier hin. Und bei dem Bahnhof, weil du so weit weg bist. Machen wir hier ein Wartungsdepot. Neue Zuglinie von Albany bitte nach Boston. John Bull. Da würde ich gleich schon mal 2 machen. 19 Tage.
Das ist lang. Kommen die jetzt schon? Also Pause wegmachen wäre natürlich hitverdächtig. So, mit was bist du beladen? Passagiere. Ost. Ist auch hier mit dabei? Yes. Hier für Boston. So, Brauerei. Aus Getreide. Für Bier. Was Sinn macht. Aber mit Getreide bist du erstmal gut bedient. Mal abwarten. Das heißt, wenn die dann Bier kriegen, mal kurz hier hin. Wo war diese Ansicht nochmal? Ah genau, Bedarfsdeckung da. Ja, wenn es über 60% geht, dann steigern, also werden die Einwohner mehr. Das läuft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn eigentlich für Fabriken hier in Boston? Das ist unser Hauptsitz hier. Wie läuft es denn hier so? 50% Probleme mit Produktion. Du möchtest hier auch Fleisch produzieren. Fleischindustrie, Vieh, 2,4. Auslastung 100%, Exportlager 27 von 33. Stimmt, wir haben jetzt ja keinen Warentransport zwischen da und da oben. Könnten wir eigentlich einen Zug einsetzen zwischen da und da. Schon Bull läuft. Geil. Überholung erstmal vom anderen Gleis. So, wird beladen. Man kann die Betriebe ja auch kaufen hier, ne? Gibt es dann halt eine Auktion dazu. Aber das lasse ich erstmal. Ist ziemlich komplex. Gibt er dann auch hier, wo war das? Da, Personaleinstellungen, zum Schauen, dass hier alles passt. Wir können ja sogar einen Saboteur suchen, damit wir die Konkurrenten sabotieren. Und Unternehmen. Haben wir hier unsere Finanzberichte, wenn es dann kommt. Die Konkurrenz. Wir haben keinen hohen Aktienwert. Kauf von Firma ist derzeit nicht möglich. So, wie schaut es hier aus mit den Aktien, Rohstoffe, Baugewerbe, Industrie, Transport. Möchte ich mal welche kaufen hier? Mach ich mal. Wollte ich dann wieder verkaufen? Ja. Gewinnbringend verkaufen dann. Industrie. Ich kaufe ich auch mal ein paar. So. Boston, wie sieht's aus? Probleme mit der Produktion. Exportlager 14-14. Und die Fabrik. Da, Fleischindustrie. Produktion gestoppt. Möchtest du vielleicht höhere Produktionsstufe machen? Wie sehen wir hier aus? 320, 47. Läuft. Was können wir eigentlich hier an Stadtgebäuden machen? Die BD kann in Städten über 50.000 Einwohner errichtet werden. 70.000, 90.000 Fabriken.
Fleischindustrie. Brauereien. Ah, das könnte man auch Silber bauen. Brennerei. Das ist, hier steht Alkohol her. Ich meine, wir kriegen schon Zucker. Äpfel gibt's da hinten. Boston, brauchst du starke Getränke irgendwann mal? Ab 60.000. Okay. Hundertprozent. Weizen, Mais, Bier. Stimmt eigentlich, warte mal, aktuelle Lieferung durch Züge 13. Wie geht's eigentlich diese Zuglinie da? Okay, jetzt haben wir Bier gut unterwegs. Ja, Bier für Boston. Ich frage mich, ob man da nicht eine dedizierte Güterlinie machen. Albany. Schau mal hier aus. Prozent 1. Transportlager. Plus 1,6 pro Woche. Wo ist die Fabrik? Hier. Sollen wir vielleicht mit dem Weizen ein bisschen nachhelfen hier? Weiß nicht, ob sich das rentieren wird. Wir probieren es mal aus. Machen hier mal den Bahnhof hin. Gleis unterste nach. Ja, machen wir mal das unterste hier. Jo. Neue Zuglinie. Von da nach da. Schon wohl gemischt. Los geht's. Ja, ich weiß. Boston Albany Railroad erhöht Streckenlänge über 1236 Kilometer Streckenlänge. Firmenleitung Bravour, nein, teilte dieser Zeitung mit, dass man zwar darüber erfreut sei, sich von der Konkurrenz abgesetzt zu haben, doch es seien längst noch nicht alle Ziele zum Wohle der Bürger erreicht worden. Das Geschäft mit dem Schienenbau ist durchaus lukrativ. Eisenbahngesellschaften sichern sich auf diese Weise das Land entlang ihrer Schienen. Wird dieses Gebiet dann besiedelt, steigt der Wert der Grundstücke auf ein Vermögen an. Wohl wahr. Oh, Schatz, da kommt jetzt richtig viel Weizen daher. Müssen wir jetzt auch hier sehen. Aktivierung durch Züge. Ja. Und Fleisch bekommt ihr auch. Sehr geil. Das ist eigentlich voll der schöne Bahnhof. Sehr nice. Ach so, wir brauchen hier noch so einen Versorgungsturm. Die Lok wird nicht lange können ohne Wasser. Sehr gut. Auslastung zum 100%. Geil, geil, geil. Oh ja, wir steigen hier. 61,2%. Weil Bier. Cool. Weizen. Ah, Mais. Entschuldigung. Mais kriege ich woher? Mais, Mais, Mais. Sehe ich gerade nicht. Oh, hier gibt es auch eine Anschlussprämie. 250.000. Das schließen wir natürlich an. Gebäudebau. Hier. Würde mal sagen, so. Maisbau. Nach hier. Mal das optimieren. Das sieht eigentlich... Na, das sieht nicht gut aus.
bisschen da nach oben. Oder ein bisschen nach unten. Oder nach oben. Ja, sehr gut. Dann sind es noch 85.000. Wir bauen. Zweites Gleis. Dankeschön. So, Weichenkopf. Weichenkopf. Von der Richtung her gleich wieder unten. Hier so nach oben, da nach unten. Versorgungsgebäude. Hätten wir hier. Und in Bangor, am Bahnhof, hätte ich gern Wartungsdepot. Sehr gut. Und eine Zuglinie zwischen da und da. Lokomotive John Bull. Züge würde ich gleich mal sagen, zwei, gemischt. Los geht's. Bangor, was gibt's denn bitte so Schönes? Stoff. Stoff brauchst du Wolle. Was du aber bekommst, oder? Ne, ist der Bestand. Ah, aber Wolle gibt's da hinten. Brauchst du Stoff hier? Ja. Also mich raten Boston ebenfalls. Ja. Auch. Ach, da wird auch schon Stoff hin und her geschickt. Gut, dann werden wir hier mal Zugverbindung für die Wolle machen. So. Gleisbau bitte. Nach da. Ah, da will er hier wieder einen Tunnel bauen. Nö, 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 mein Lieber. Das lassen wir mal schön bleiben. So, 49.000. Viel besser. Sehr gut. Zuglinie. Von da nach da. John Bull. Ast. Ein Zug erstmal. Und auch hier brauchen wir wieder das Versorgungsgebäude. Cool. Warum kriege ich jetzt die Prämie noch nicht? Boston 7,7, 7,7, Albany, Boston 18 Tage. Okay. Sehr gut. Was ist hier los? Danach von importierte Ware Fleisch wurde reduziert. Ja, ist okay. Oh, das werden hier immer mehr. Passagiere am Post Portland. Portland ME. Nutzung des Zuges. Das ist gar nicht. Warte mal, wo ist Portland ME? Ach, da oben. Hatten wir da nicht eine. Moment, warum wird das da nicht genutzt? Machen wir jetzt einen dedizierten Passagierzug nach da oben? Greenland, Boston, ME, Boston. Okay. Es dauert denn da zu lange. Soll man eine Direktverbindung machen? Ja, ich glaube, wir bauen eine Direktverbindung. Ja,
Ja, dann werden wir das hier mal abreißen. Abreißen. Das da bitte. Gleisbau. Einmal von da nach da. 55.000. Dann kannst du hier nach unten gehen. Und da nach oben. Hier bitte auch nach oben. Ja, sieht erstmal gut aus. Kann man so lassen. Bauen. Zweites Gleis. So, einmal den hier. Gleisrichtung. Nach oben, nach unten. So, und dann brauchen wir noch die Gleise von da nach hier. Wow, was zum... Aha. Why? Wieso baust du das so komisch? Was hat denn der jetzt dafür ein Problem? Wenn wir eins Abstand nehmen. Und dann so bauen. Na, das macht er jetzt wieder. Warum kostet es so viel? Naja, egal. So, und zweite Seite. Na, hin, komm, bitteschön. Nice. Einmal Richtung wenden. Und Versorgungsgebäude. Nochmal hier und hier. Und dann passt es. Was? Keine Panne. Warum? Ach nö. Ja, ich hoffe, das zu gerne kopieren, zu gerne bearbeiten, mitfahren. 12.000. Gut, gut, gut. Albany, wie sind wir hier aus bezüglich Bier? Export 10. Werden auch immer mehr hier. Bedarfsdeckung 60,9%. Geil. Da kriegen wir auch Fleisch. Sehr gut. Das heißt, hier kann die Produktion weitergehen. Wie viel Rind haben wir? 20. Ah, ob es Sinn macht, dass wir hier das Gebäude kaufen. Start gibt. Oh. Okay. Geht eh nicht. Gut, was machen die Aufgaben? Das läuft, das läuft. Kann man eigentlich mal ein bisschen vorspulen. Und du machst Verlust. Zumindest noch, sobald wir hier starke Sachen machen, werden wir Zucker brauchen. Bilanz des letzten Quartals. 1,2, Veränderung plus 1,2. Ja, bitte. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. 9.402 Kilometer. Ist ja schon mal eine gute Strecke. Ich würde fast hier nochmal einen dritten Zug einsetzen. Was meinst du hier? Eine Panne?
Weil die sind nicht voll, die Züge. Die Reise so lang dauert. Sie sind sich ein bisschen gegenseitig im Weg hier. Kann ich eigentlich Routen umbenennen? Geht das? Bearbeiten. Oh, ich kann. Alles klar. Forschung. Habe ich da mehr Punkte? Nö. Schade. Könnten wir den Aktien mal kurz vorbeischauen. Unternehmen. Rohstoffe. Ist schwankend. Industrie. Mäh. Das wäre jetzt ein Verlust, ne? Ja. Ebenfalls. Ja. Baugewerbe geht gerade voll nach oben. Vielleicht ein bisschen was kaufen. Nice. Geht auch nach oben. Nummer 2. Warum ist der Zustand bei dir so schlecht? Routen für diesen Bahnhof. Sind die Wartungsdepot 60%. Warum wird die Lok dann hier nicht repariert? Was soll das? Oder wird sie jetzt gerade repariert? Ah, es geht nach oben. Sehr gut. Oh, damit du noch steigst, was kann man dir geben? Holz hast du? Ja. Hier nach Portland. Machen wir da so eine neue Zuglinie. Ich glaube, die sollte die generell anders benennen. Also von Osten. Irgendwie so ein Feimer Portland. Bier. John Bull. Züge 1. Beladung. Express. Fracht. Und ob es das bringt. Ja, wobei so macht die... So macht die Benennung eigentlich keinen Sinn. Osten, Portland. Ah, Mann, ich kann da nicht mehr schreiben. Schade. Jetzt? Osten, Portland, Fracht. Okay. Okay, dann kriegen die da... Moment mal. Nee, nee. Das Bier kommt ja von da hinten. 22 von 24. Ich habe gerade eben einen dankbaren Brief des Bürgermeisters von Boston bezüglich unserer neuen Passagierlinie erhalten. Das ist richtig gute Presse für uns. Und natürlich auch äußerst lukrativ. Gerade jetzt, wo wir Waren noch schneller liefern, als sie verbraucht werden, sind Passagiere eine verlässlichere Einnahmequelle. Sehr gut. Dann haben wir das nur noch mit den Einwohnern. Was? Ja, wirklich schnellere Route gibt's ja hier nicht.
würde, ja, das wäre richtig teuer, wenn man dort durchgeht. Was ist denn hier los? Stephen's Rest nach Osten. Du auch ohne Fracht. Warum? Ah, Moment, Moment. Wir können Waren von einer Zugnahme auf eine andere wechseln, wodurch die Waren mehr Ziele mehr stehen. Ja, warte mal, das machen wir mal. Wartungsdepot Lagerhalle. Und zwar gern hier. Hier, was macht noch Sinn? Nee, Fleisch braucht es nicht, weil das eh hier stand, aber hier. Schauen, ob es das bringt. Oh, los geht's. Sie müssen wissen, ich habe mit einem kleinen Eisenwarengeschäft angefangen, das mir noch mein Vater vererbt hat. Mittlerweile ist es zu einem stattlichen Unternehmen angewachsen. Doch mit Hilfe der Eisenbahn kann es noch richtig groß werden. Für die Menschen in dieser Region haben wir schon viel getan. Kürzere Reisezeiten, mehr Warentransporte und gleichzeitig klingeln unsere Kassen. Als nächstes sollten wir diesen Erfolg konsolidieren. Schauen Sie in Ihre Liste. Ich habe einige weitere Aufgaben hinzugefügt. Okay, was wären denn das? Das sind insgesamt 4.800 Passagiere. Ja, das ging mal hin. Sorge in Albany für 30.000 Einwohner. Bei Unklarheiten kannst du jederzeit... Ja, ist auch klar. Albany ist aber auch am Wachsen. Albany, was brauchst denn du so am nächsten? Kleidung vor allem. Und Stoff? Na. Kleidung und Zucker. Ah, wir könnten Zucker auch noch da unten bringen. Die Linie, was da nach oben geht. Können wir sagen, die macht so ein Dreieck hier. Nochmal, das war die hier. Zuglinie bearbeiten. Kann ich das hier noch mit hinzufügen? Ja. Bestätigt. Gut, dann belädst du quasi, also bringst Zucker in beide Richtungen. Dann, ob das einen Effekt hat. Und du, wie sieht's aus jetzt mit starken, nein, erst 60.000. Wir kriegen auch Kleider hier. Mais und Getreide, aber noch nicht. Wobei Getreide, jetzt wo hier die Güterlinie nach oben geht. Wo ist das alles drin? Hier vor allem. Okay, ihr seid extrem langsam. Ja, ich hätte die Strecke hier anders bauen müssen. Kann ich mir eigentlich die Topografie hier irgendwie anzeigen lassen? Städteliste, Warnschirme, weitere Anzeigen. Höhenlinien. Okay, ich hätte vielleicht mit den Höhenlinien ein bisschen arbeiten sollen. Die Strecke da ist alles andere als ideal. Schatz, das fährt ja schon wieder so langsam. 4 km/h da. Hier so Serpentine machen sollen. Auslastung der Züge. Gesetz zur Umsiedlung von Indianern kommt. Bitte was? Wie lange steht denn Gesetz zur Umsiedlung der Indianerstämme östlich des Mississippi tritt mit dem heutigen Tag in Kraft? Die Regierung ist nun dazu ermächtigt, mit den betroffenen Stämmen Verhandlungen über die freiwillige Zwangsumsiedlung zu führen. Kritikern des Gesetzes hielt Präsident Andrew Jackson entgegen. Der Fortschritt erforderte es nun einmal, sich vorwärts zu bewegen.
Ja, aber ihr seht es schon. Railway Empires 2 ist echt komplex und da kann man sehr viel optimieren. Und ich muss die Strecke definitiv hier anders bauen. Also wie gesagt, ich bin kein Experte. Wenn ihr Railway Empire 1 gespielt habt, habt ihr bestimmt schon sehr viele Sachen gesehen, wo ihr sagt, oh nee, Bravura, mach das nicht so, das ist doof. Immerhin bin ich noch nicht bankrott. Ich habe aber irgendwie Bock, die Kampagne auszuspielen. Ich überlasse es euch. Was meint ihr? Soll es jetzt hier beim Angezockt bleiben? Oder soll man da ein kleines Let's Play draus machen mit der Kampagne von Railway Empire 2? Also ich werde hier auf jeden Fall nochmal neu anfangen und hier die Strecken wesentlich besser bauen. Und je nachdem, wenn ihr das sehen wollt, dann die ganze Kampagne hier mit mir. Ab in die Kommentare rein, dann gibt es da Folgen dazu. Bis dahin hoffe ich mal, dass der kleine Eindruck von Railway Empire 2 euch gefallen hat. Und dann wünsche ich erstmal gute Fahrt. Bis bald. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.